Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 16. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. In Wirklichkeit bewegt sich nicht die Sonne, sondern in Wirklichkeit bewegt sich unserem Planet Erde in Tierkreiszeichen Jungfrau. Früher dachten die Menschen, dass die Erde der Mittelpunkt unserem Sonnensystem ist. Das war die geozentrische Weltbild. Bis dann, Kopernikus hat dieses Weltbild verändert, wobei dieses Wissen kam von Antiken, aber das hat Kopernikus nochmal angesprochen. Später auch Galileo Galilei. Galileo Galilei musste 1601 vor der Inquisition stehen wegen dieser Aussage. Galileo hat auch behauptet, genauso wie Kopernikus, das Zentrum unserem Sonnensystem ist die Sonne und unserem Planet Erde bewegt sich. Es war aber verboten damals. Newton hat dann durch die Gravitation wirklich bewiesen, dass das so ist, dass die Sonne das Zentrum unserem Sonnensystem ist. Und das ist die neue Weltbild, die heliozentrische Weltbild. Helios bedeutet auch Sonne. Und nur zum Wissen, dass die Bewegung eigentlich unserem Planet Erde macht, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Also Sonne oder Surya, das ist der Name in indischer Mythologie. Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Sonne zeigt die Monatsthemen. Und die Monatsthema ist auf unserem Träume vertrauen. Wir brauchen eine Vorstellung von unserem Leben, ein Traum, eine Vorstellung und daran aber auch Glauben. Das Vertrauen, selbstverständlich muss das realistisch sein. Aber wenn wir das als Ziel setzen und wenn wir daran glauben, dann kann ein Traum auch wahr werden. Vorausgesetzt ist, dass wir vertrauen das Fluss des Lebens. Und das zeigt die Sonne als Monatsthemen. Chandra ist der Mond in indischer Mythologie, aber Soma steht auch in Verbindung zum Mond. Soma bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Also die Mondbewegung ist hier in Tierkreiszeichen Zwillingen. Soma ist auch ein Getränk, ein göttliches Getränk. Agni ist der Feuergott und von diesem Feuerelement entstand Mars und steht natürlich mit Agni in Verbindung. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Und hier fühlt sich Puder wohl, weil hier ist Mars zu Hause und kann sich ganz gut sich entfalten. Wieder symbolisiert auch Neuanfang und weil Mars steht auch zum Männer, also das heißt, viele Männer starten gerade einen Neuanfang, entweder beruflich oder in die Liebe, Partnerschaft. Beides ist möglich.
Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit ein D geschrieben. In meinem Bild ist mit 2D geschrieben und das zeigt schon die Erläuterung. Aber ich meine damit Merkur. Merkur ist rückläufig, war mal in Tierkreiszeichen Fischen und kehrte zurück zum Wassermann. Und diese Rückläufigkeit bewegt sich hier im Tierkreiszeichen Wassermann. Und das aktiviert alten Themen, Erinnerungen, oft karmischen Themen. Natürlich kann auch etwas bremsen, was die Termine betrifft oder die Nachrichten betrifft. Aber es ist auch möglich, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Indra steht mit Jupiter in Verbindung und Jupiter oder Indra ist hier in Skorpion. Hier ist Wasserelement, das handelt sich mit unseren Gefühlen, das Unbewusste und das, was Jupiter gerade zeigt, schau in die Tiefe. Und Jupiter nicht nur vergrößert das, damit wir unseren Gefühlen bewusster wahrnehmen, sondern Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit und das ist Ursache und Wirkung. Und das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Das ist ein Gesetz. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Jupiter vertritt nicht nur die göttliche Gerechtigkeit, sondern Jupiter zeigt auch die Ungerechtigkeiten. Jupiter öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und wir leben in einer Welt, wo viel Ungerechtigkeit auch passiert. Und das sollen wir auch wahrnehmen. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung und Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Weil hier bei Venus Energie auch um die Liebe Partnerschaft geht, hier im Erdeelement zeigt sich, wie wichtig das ist, Sicherheit, Stabilität verspüren in die Liebe Partnerschaft. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und Saturn bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und damit ändert sich die persönlichen Planeten. Und jetzt schauen wir die Elemente an, wie verteilt sich das? Mars, Saturn im Feuerelement und das ist aktiv, setzt etwas in Bewegung, Feuer und Flamme zu sein von etwas, das ist auch die Begeisterung und Leidenschaft. Venus steht im Erdeelement, Erdeelement ist passiv, die Energie ist nach innen gerichtet und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur, Bodenständigkeit. Luftelement ist Merkur und Mond. Luftelement ist auch aktiv, die Energie richtet sich nach außen. Und hier die Leichtigkeit, aber auch Kommunikation, Gedanken, Ideen, das sind die wichtigen Themen bei Luftelement. Und bei Wasserelement ist die Energie nach innen gerichtet. Hier ist Jupiter, Sonne im Wasserelement und das symbolisiert unserem Unbewussten, unseren Gefühlen. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist im Widder. Sorgt für Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Neptun ist in Tierkreiszeichen Wassermann, zeigt unseren Träume und bei Wassermann-Energie natürlich kommen dann die inspirierenden Gedanken und Pluto zeigt die Abschied von allem verabschieden, was Kraft kostet, was Kraft raubt und das ist der Prozess, das Loslassen, damit wir die inneren Kraft bleiben können. Und das ist auch die Überzeugungskraft. Das ist Pluto-Energie, das, was Pluto beherrscht. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das ist nichts anderes
als die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt eine schöne mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond in indischer Mythologie. Aber wie ich schon sagte, Soma steht auch in Verbindung mit Mond. Und Chandra verliebt sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte. Hübsch, jung, unschuldig, ein junges Mädchen. Und Chandra verliebt sich an Rohini, Rohini auch an ihn. Und er macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und Chandra heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und die Mondhäuser beschreiben die Einflüsse von Fixsternen. Und die haben einen Einfluss auf diese Mondhäuser. Und die heutige Mondhaus, wo die Mondbewegung ist, also in Tierkreiszeichen, die Zwillinge bewegt sich der Mond und dieser Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius wurde bei den Ägyptern verehrt. Sirius ist einer von den hell leuchtenden Sternen überhaupt, so viel ich weiß, sogar die hellste, wie ein Diamant leuchtet im Himmel, im Stammbild großer Hund. Und Sirius zeigt was. Sirius zeigt den Polarstern, die Richtung. Und die Polarstern befindet sich im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Und das dient zum Orientierung. Und das ist diesem hell leuchtenden Stern Sirius wirklich wie ein Diamant, zeigt den Weg. Und wir brauchen diese Orientierung. Und das, was die Mondenergie uns vermittelt, weil das saugt den Mond auf und reflektiert uns das weiter. Und wir brauchen diese Orientierung. Was auch interessant ist, dass Chandra oder Mond oder Soma steht hier mit Merkur in Verbindung. Und Merkur ist in indischer Mythologie der Sohn von Mond oder von Chandra. Das ist auch eine Geschichte, ja, Indra oder Jupiter war der Himmelsgott. Und Jupiter hatte eine Frau, Tara. Und Chandra verführte Tara. Das hat nicht jeder gewagt. Nicht jeder gewagt, die Ehefrau von Himmelsgott zum Verführen. Und Tara musste auch zum Jupiter zurück. Aber von dieser Beziehung zwischen Tara und Mond, also Chandra, von dieser Beziehung stammt Buddha oder Merkur. Und jetzt noch die Verbindungen. Mond und Mars steht in einer harmonischen Verbindung. Und das bedeutet, wenn wir von unserem Gefühl heraus handeln, dann verspüren wir auch die Kraft in uns, was alles in Bewegung setzt. Diese Mond-Mars-Verbindung bedeutet auch, dass die Männer ihren Gefühlen bewusster wahrnehmen und das auch zeigen. Mars steht mit Saturn in eine sehr schöne Verbindung und Saturn hilft, etwas in Form zu bringen. Wenn wir uns in die Richtung bewegen, was uns begeistert und das ein Herzensangelegenheit ist, dann haben wir die Unterstützung von Saturn, dass das wirklich Realität wird, dass es alles in Form kommt. Merkur, dieser rückläufige Merkur und Pluto hat auch eine schöne Verbindung und das hilft uns aufräumen, alles loslassen, von alles verabschieden, was im Weg steht und das auch ansprechen. Es gibt eine interessante Verbindung heute und das ist Mond- und Saturn-Verbindung. Die beiden sind gegenüber und spiegeln etwas. Mond bewegt sich in den Zwillingen, Saturn im Schütze und sie stehen gegenüber.
Und das ist wie ein Spiegel. Und das spiegelt unseren Gefühlen, spiegelt unserem Unbewussten. Bei Mondenergie ist es sogar möglich, dass wir einen Traum haben. Und dieser Traum ist die Sprache der Seele. Und das sollen wir auch ernst nehmen. Weil das ist wirklich so. Das bedeutet nicht, dass jeder Traum etwas Wichtiges vermitteln möchte. Am Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und das bleibt in Erinnerung und das ist lebendig, das ist die Sprache der Seele, natürlich Symbolsprache. Dazu ist die Traumdeutung da. Diesbezüglich kann ich sehr gut weiterhelfen, weil ich kann Träume deuten, sehr gut sogar. Ich habe ein Gefühl dazu, das kann ich. Und also diesbezüglich könnt mir gerne auch fragen. Also das ist auch möglich heute, dass durch diese Saturn-Mond-Verbindung, dass eine wichtige Botschaft kommt über Traum und die Traumdeutung erklärt das auch, was möchte die Seele damit sagen. Aber es ist nicht nur die Spiegel, sondern die Gleichgewicht. Was sollen wir im Gleichgewicht halten? Bei Mondenergie, unseren Emotionen. Saturn schränkt das ein bisschen ein. Das hält Saturn schon zurück. Das ist auch nicht gut. Aber zu viel Emotionen zeigen ist auch nichts. Sondern nicht zu viel, nicht zu wenig. Das Ausbalancieren, das ist wichtig heute. Und das sorgt auch für Gleichgewicht. Und jetzt zum Maya-Kalender. Die Mayas haben die Natur beobachtet. Die Mayas haben die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und auch die kosmischen Einflüsse. Und sie haben ein sehr, sehr präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde nur ein Teil erhalten. Ein Teil wurde durch die Inquisition die Schriften verbrannt. Und ich habe das so als persönliche Aufgabe genommen, diesen Maya-Kalender bekannt zu geben. Ich weiß, das ist so fremdartig, aber wenn wir überlegen, wie präzis dieser Kalender ist, und wir können dann wirklich, wenn wir das beobachten und nach diesem Kalender leben, dass wir im Einklang sind mit dem Natur. Die Maya-Kalender gibt es Wellen. Die Wellen bedeuten Frequenzen oder Töne oder Schwingungen. Wir befinden uns gerade in der 8. Welle. Und das hat 12. März begonnen und dauert bis 24. März 2019. In dieser Welle haben wir gerade die Erde-Element. Also wichtig ist zurzeit Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, etwas im Tat umsetzen, um die Berufung kümmern, um die Finanzen kümmern oder dass in Partnerschaft Stabilität einkehrt. Diese Welle beschreibt die Entwicklungswege. Wir haben gerade einen Bezug zu unserem Lebensweg und wir wollen gerade erkennen und wissen, wo gehören wir hin. Und wir stellen wir auch die Frage, wie geht das weiter? Wo ist unsere Lebensaufgabe? Wo ist mein Platz im Leben? Welche Schritte sollen wir tun? In dieser Welle sollen wir die Hindernisse aufräumen und dann eine Heilung bringen. Es ist auch eine Heilenergie. Ja, das ist eine Heilenergie. Und in dieser Welle bekommen wir, wenn wir die Hindernisse aufgeräumt haben, neue Möglichkeiten, neue Chancen. Und das ist eine Art Aufstieg. In dieser Welle befinden wir uns. Die heutige Zahl ist die 5 und es wird so gezeichnet. Und bei den Mayas bedeutet die 5 die innere Stärke.
die inneren Sicherheit, Stabilität. Das ist die Zahl 4. Aber von dieser 4 entsteht etwas Neues und kommen wir zum Zahl 5 wie eine Pyramide. Und so haben die Mayas das auch beschrieben, ein aufsteigenden Kraft. Und zeigt natürlich die inneren Stärke, die inneren Überzeugungskraft. Das ist Pluto-Energie. Ja, die heutigen Kraftfeld oder planetarischen Einfluss zeigt Kib und übersetzt heißt das Eule. Und diese Eule zeigt die Verbindung zu unserem Ahnen und bedeutet auch Rückkehr und Erinnerungen. Wir haben gerade diese Erinnerungen. Aber bedeutet dieser Kib auch Unterstützung, Unterstützung von anderen. Die Mondenergie ist Ik und das bedeutet weißer Wind und das ist den göttlichen Atem, eine göttliche Botschaft, das Geistige, die Macht, die Gedanken, die großartigen Ideen und dieser weiße Wind steht auch zum Kommunikation. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.